Jetzt mit unserer Schwester Nora im Gepäck heiße ich euch willkommen zu Part 10 von Let's Play Child of Light. Und ich bin gespannt, inwiefern uns die Nora helfen kann. Whoops. Okay. Bekenntnisse. Okay. Rauch quillt, Feuer sprüht auf Linien aus Eis. In Städten tanzen Ideen durch die Nacht. An Okuli und Licht wird nicht gedacht. Eine Traummaschine gewirkt aus Fleiß. Londons Ausstellungen dreifach bereist. In Pariser Salons die Kunst erwacht. Münchens Musik ist erhabene Pracht. Europas Wunder verlocken als Preis. Doch viele der Träume gehen schnell verloren. Voller Misstrauen spitzen Männer die Ohren. Frauen verstummen, alle wollen nur Geld. Ob Mann, ob Frau, Zwietracht regiert die Welt. Nur wenige mit dem Blick rein und klar erfahren das Geheimnis von Lemuria. Oh, wie schön, Leute. Da ist ein böser Wicht. Dem begegnen wir besser nicht. So, Ups. Da ist, okay. Erwischt hatte das gedauert, Leute, aber okay. Was haben wir hier? Links in die Stadt der Bolumus. Vielleicht Mathildes Wald. Nochmal. Der Bolmus Populi. Ich hatte kein Latein, aber was ist Populi? Ist das nicht irgendwie Bevölkerung oder so? Okay. Jetzt wird's. Ja, nein, da wollte ich doch. Der Wind bläst uns da durch jetzt aber. Ein Lull-Elixier. Okay, hier kann ich was schieben. Gut. Hier kann ich was schieben. L. Bringt mir das was? Weiß ich nicht. Glühwurm-Elixier. Schwupp. Aha. Da komme ich aber nicht durch. Okay, ist das da unten da der richtige Mechanismus? Wo der Typ hier entlang wandelt. Okay. Komische Geräusche. Nein, hier geht es nicht weiter. Oder nur bedingt. Was ist denn das für einer? Der sieht aber auch nicht gerade freundlich aus. Ich werde mal versuchen, da von unten ranzukommen. Ich fürchte, ich muss in den rein, oder? Ja. Hereingelegt. Das sind mehr. Das sind alles. Moment. Autsch. Okay. Aua, alle gegen Aurora. Ich mach mal Sternenlicht auf dich ja mal. Und hier machen wir. Was ist denn das? Der ist doch bestimmt empfindlich gegen Feuer, oder? Da komme ich jetzt erst drauf. Schauen wir mal. Der hat gesessen. Der hat super gesessen, Leute. Aber der hält was aus. Was tut der denn? Selbst sammelt Kraft. Okay. Ich werde das jetzt mal auf den hier machen.
Verwundbar durch Feuer, sehr schön. Gegen was könnten die denn, gegen was könnten die denn empfindlich sein? Soll ich mal Blitzschlag versuchen? Au, arme Aurora, das geht nicht. Aber der hat auch gesessen. Okay, da müssen wir jetzt was tun. Aha, nimm das, du fieses Viech. So, ich werde jetzt mal jemanden austauschen. Und zwar nehme ich jetzt mal den Golem. Ja, genau. Golem. Stein gegen Stein. Das muss sein. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wer schlimmer ist von den beiden. Ja, doch, ich nehme mal den hier. Finn ist dran. Und Finn versucht mal nochmal den Blitzschlag. Ja, Blitzschlag funktioniert auch nicht schlecht gegen die. Ich werde Zerschmettern auf dich anwenden. Jawohl, sehr gut, Golem. Und Finn versucht nochmal. Können wir noch zaubern? Ja, können wir. Feuer. Oh, der ist aber immer noch da. Der hält einiges aus, der Widersacher. Aber jetzt nicht mehr. Jawohl, Leute. Stufenaufstieg, Golem. Finn. Rubella. Objekt gefunden, ungeschliffener Saphir. Was für ein Ort, entsetzlich und hart. Die finstere Wildnis eines Elfenlandes. Nichts für edle Geschöpfe unserer Art. Wo hast du die Magie erlernt? Und was sind das für schöne Schwingen? Die Walddame legte mir die Sterne offen. Ah, du hast sie auch getroffen? Mich beschenkte sie mit magischen Ringen. Wenig bot sie mir, nur diese kleine Flöte hier. Ich bin deine ältere Schwester. Du bist noch so klein und schwach. Nicht doch, die Krone schützt mich vor Ungemach. Okay, neue Fertigkeitspunkte. Ja, ja, da müssen wir jetzt einige upgraden. Und Aurora ist etwas mitgenommen. Rubella. Was geben wir dir, Rubella? Das ist MP-Aufwertung oder Stärke. Wir machen Stärke. Finn. Auch hier, aber du kriegst Magieaufwertung. Und dann haben wir, glaube ich, noch Golem. Jawohl. Was hat denn... Er könnte Stärke nehmen oder was ist das? Magieaufwertung? Nein, ich nehme Stärke bei ihm. So. Okay. Wow, hier geht's auch ewig weit nach oben. Das ist halt schon auch interessant. Ah, aber hier ist Schluss. Okay. Dann schaue ich mal nach unten noch. Hier ist noch eine Kiste. Beschleunigungselixier. Ah, und hier ist was zum Einsammeln. Wo ist das? Hier ist es. Igniculus. Sammel ein. Auf das Aurora wieder etwas besser drauf sein möge. Ah. Okay. Oh. Der Spiegel. Ich fürchte, er ist dort. Dieser luftige Tempel ist der Ort. So hoch hinaus können wir nicht schweben. Irgendeinen Weg wird es dorthin schon geben. Vielleicht fragen wir die Leute, die hier leben. Okay. Was ist denn das für einer? Kein Bösewicht. Oh, das ist aber ein Bösewicht.
So, liebe Aurora, du holst dich langsam. Ah, hier geht's hier irgendwo rein. Ah, hier geht's tatsächlich rein. Aber hier geht's dann... Doch, hier geht's auch weiter. Ah, okay. Sehr schön. Mhm. Verstehe. So, mache ich das mal. Lass mal los. Loslassen. Nein, nein. Nein. Mit X lässt man auf. Warum machst du das, lieber Ignikulus? Irgendwie habe ich ihn jetzt auf Dauermodus geschalten gehabt. Weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ignikulus, wo bist du? Hier. Dreimal Zaubertrank. Okay. Und jetzt kommen wir durch. Ah, oh. Oho. Da könnten wir jetzt auch noch runter. Wenn ich nur wüsste... Oh, da ist noch ein dritter. Uiuiui. Oho. Autsch! Hereingelegt, aber sowas von... Armer Finn. So, Finn, du machst wieder mal Feuer gegen den hier. Der kommt dran, obwohl er ja... Finn, du machst Feuer gegen den da. Und du... zerschmetterst den hier. Jawoll. Der Finn wird immer zurückgeworfen, aber... Oh, Finn geht's nicht gut. Ich versuch's trotzdem nochmal mit Finn. Gegen Golem diesmal. Jawoll, 100. Ah. Armer Finn. Die da. Jawoll, hinfort mit ihm. So, Gruppe. Ich würde jetzt mal Nora nehmen. Statt Finn. Versteinern. Versteinern. Einlullen. Ich gehe mal kurz hier hin und verschaffe Ignikulus mal wieder ein bisschen. Ich versuche mal einlullen gegen den da. Au, Arme. Ah, sie ist ausgewichen. Cool. Verlangsamen. Okay, einlullen heißt verlangsamen. Oh, Nora ist aber ganz schön heftig. Versteinern. Okay. Okay, Rüstung erkontert, aha. Jetzt ist Nora dran. Versteinern ist praktisch zuhauen bei ihr. Beschleunigen. Unaufhaltsam. Lang. Na, ich mache mal versteinern. Ah, ouch. Aua, das tut doch weh. Hau zu. Jetzt langsam müssten wir aber doch mal in die Richtung kommen, dass der... Okay. Hau mal auf den drauf, komm. Jawoll, weg mit dir. Und versteinern ist vielleicht nicht so die perfekte. Ja.
Ich mach draufhauen, komm. Er ist zwar gepanzert. Ah, vielleicht soll ich einfach mal auch den hier anvisieren beim Irritieren. Panzerung hin oder her, auf Dauer hältst du nicht durch. Jawohl, Stufenaufstieg, Nora. Und Aurora. Okay. Ah, hey, eine sprechende Fee. Nein, ein Glühwurm, gnädige Frau. Ha, du bist so erfrischend blau. Aurora, der Käfer passt zu dir haargenau. Nitz. So. Irgendwas haben wir bekommen. Uplay-Aktion abgeschlossen. Und das wird auch gespeichert. Okay, aber das war jetzt nur ein Einsammelbereich hier. War jetzt nicht etwas. Wo wir hin sollten. Hier sollen wir. Ah, hier sollen wir vielleicht hin. Ah, hier sollen wir hin. Sehr schön. Wow, ist das hier weitläufig alles. Und geschliffen hast du... Uiuiuiuiuiuiui. Aber nicht doch. Gut. Ja, um an die Kiste hinzukommen, muss ich den wohl... überraschen. Überraschungsschlag. So. Okay. Ich werde mal... Nee, ich lass mal Nora. Und ich werde mal versuchen, unaufhaltsam zu machen. Auf ihn hier. Unaufhaltsam klingt ja irgendwie sehr stark nach... unverwundbaren, sage ich mal. Jawohl. Ja, unterbrochen, okay. Aber ich glaube, statt Nora werde ich mal jemanden mit Feuerkraft nehmen. Aurora zum Beispiel. Denn die kann ja, hat ja einen Feuerhieb, sage ich mal. Okay, ja, hau mal weiter auf den drauf. Verwundbar durch Feuer unterbrochen, sehr schön. Nicht alles nix, Kumpel. Ich mach mal Nikolus wieder Vollaufladung. So. Genau. Wirf ihn zurück, sehr schön, Aurora. Oho. Jawohl, Leute. Stufenaufstieg, Nora. Ich bin Finn. Freut mir, an eurer Seite zu kämpfen. Wie entzückend, ein Gartenzwerg. Besten Dank, Fräulein. Was ist ein Gartenwerk? Sicher irgendein Gerät für den Garten. Ark. So. Oh, drei. Puh. Aurora. Magieresistenzaufwertung. Verteidigungsaufwertung. So, dann. Wo haben wir noch? Ah, Nora bekommt gleich 2 Punkte. MP-Aufwertung. Zeit verzaubern. Bei 20% auf der Zeitleiste beginnen. Dies ist eine passive Fähigkeit. Die klingt aber gut. Hier. Verteidigen. Reduziert den Schaden durch Angriff um 60% und erhöht den nächsten. Klingt auch sehr gut. Sehr schön, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, hier machen wir jetzt einen Cut.
Und im nächsten Part sammeln wir hier auf der linken Seite den Kisteninhalt ein. Und ich würde sagen, Part 11 von Let's Play Child of Light geht wahrscheinlich genauso vielversprechend weiter, wie dieser hier endet. Also Leute, bis zum nächsten Mal und bis zum Screen der zwei Kisten. Bis dahin, ciao!